Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind durch das Tal der Hölle gegangen. Ich nenne es einfach so, weil es für mich wirklich die Hölle war. Ah, ich wusste es. Ganz viele. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ah nein, ehrlich? Warum? Was stört dich denn hier dran so? Ganzen Viecher hier. Wegen der Elektroteile. Ja? Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Bemerkenswert. Ein synthetisches Gelenk auf Titanbasis, das einen menschlichen Arm imitiert. Mhm. Wir gleichen den Maschinen mehr, als dass wir uns unterscheiden. Irgendwie fehlen dir ein paar Prozente. Du magst dich darüber amüsieren, aber die Evolution gibt mir recht. Die Maschinen und wir entwickeln uns beide in die gleiche Richtung. Unsere Motorik, Fähigkeiten und sogar unsere Ziele ähneln sich. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und eines Tages wird es eine Symbiose geben. Sag bloß. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha. Einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun, ja. Seltsam. Warum funktioniert es nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Hier ist eine hochleistungsfähige CPU. Wunderbar, dass uns diese Technik aus der alten Welt nicht verloren gegangen ist. Wusstest du, dass der Computer erst vor mehreren hundert Jahren von den ersten Menschen erfunden worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh ja, und sie waren elektromechanisch und äußerst störanfällig. Woher kommt dein Interesse an der Technik? Ich finde den Ursprung der technischen Entwicklung seit jeher faszinierend. Das muss wohl daran liegen, dass die Kleriker einen besonderen Bezug zu den Maschinen haben. Wir bauen erstaunliche Kampfmaschinen und hervorragende Laserwaffen. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Hier hast du eine Miniatur-Elex-Batterie. Eine herausragende Erfindung des neuen Zeitalters. Manch einer würde so einiges geben, um sich diese Energie einfach einzuverleiben. Dann runter damit. Kalan, bewahre! So hatte ich das nicht gemeint. Reinste Verschwendung eines solch seltenen Fundstücks. Ich habe persönlich keinerlei Interesse an Elex. Das höre ich nicht häufig. Wir Kleriker schwören auf die Reinheit. Ich habe es bloß einmal unwissentlich zu mir genommen. Und um ehrlich zu sein, hat es mir nicht viel gegeben. So, so. So, so. Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Ich stimme zu. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Lass uns deinen Auftrag beenden. Gut, hier sind die Koordinaten. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Gut. Exzellent. Ach so, ich muss das jetzt erstmal wieder eingeben, oder? Hä?
Bunker des Dukes? Unglaublich! Bei diesem in Mitleidenschaft gezogenen Gebilde handelt es sich um einen Flakturm. Einen was? Ein Flakturm. Hochbunker, die sowohl Schutz- als auch Flugabwehrmaßnahmen bereitstellen sollten. Primitiv und im Nutzen fragwürdig. Aha. In dieser Gegend gibt es einen horrenden Missbrauch mit verschiedenen Substanzen. Besser, du lässt dir nichts injizieren. Hatte ich nicht vor. Aber danke für die Warnung. Ich finde es ja sehr interessant, dass du hier mit dem Kleriker unter einer Decke steckst. Oh, was ist das denn? Was ist das? Ist das diese Bombe oder was soll das sein hier? Soll das dieser Big Bang sein? Oder werden? Oh, sieh mal an, wer da ist. Meister? Falk, was für eine freudige Überraschung. Meine Aufgaben sind erledigt. Ich bin zurück. Hervorragend. Das ist die beste Neuigkeit seit langem. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Oder sagen wir besser an mir. Hier sind die Teile, die ich dir bringen sollte. Ich dachte, du bist im Auftrag eines Legats unterwegs. Das war ich doch. Oder nicht? Suche Daten. Was stimmt mit ihm nicht? Ist er nicht ein wunderbares Geschöpf? Hä? Er ist meine größte Erfindung. Die Krone der Schöpfung. Oh mein Gott, das ist ein Android. Du hast ihn erschaffen? Natürlich. Er ist mein Meisterstück. Und heute wird er vollendet. Dank dir. Ach ja? Ich werde die Teile in ihn verbauen und ihn besser machen als je zuvor. Moment mal. Willst du damit sagen, er ist nur eine Maschine? Viel mehr als das. Er ist die größte Errungenschaft seit der Errichtung des ersten Konverters. Ich danke dir, dass du ihn zurückgebracht hast. Offenbar hat er dich als seinen Waffengefährten erwählt. Sehr interessant. So wie es aussieht, ist er bei dir in guten Händen. Er hat sich bei dir erstaunlich entwickelt und er wird täglich besser. Und deshalb wirst du ihn wieder mitnehmen. Er wird deine größte Waffe sein. Warte hier, bis ich mit meinen Arbeiten fertig bin. Falk? Initialisiere. Das ist ein Android. Das ist ein Android. Jetzt werdet ihr eine neue Evolutionsstufe einleiten. Das ist der Hammer. Pass gut auf ihn auf. Das ist der Hammer. Das ist ein Android. Wie fühlst du dich? Alle meine Systeme laufen einwandfrei. Ich fühle mich stark. Du wusstest nicht, dass du eine Maschine bist? Ich habe oft nach der Ursache meiner Erinnerungslücken gesucht. Und ich war mir darüber bewusst, dass Emotionen nicht mein Spezialgebiet sind. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst kein Mensch bin. Was denkst du über deinen Schöpfer? Er ist ein Genie. Ich gebe zu, es war höchst unbefriedigend, nicht zu wissen, woher genau ich stamme. Über meine Entwicklung bin ich jedoch sehr erfreut. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren. Ich auch. Ich auch. Ja. Nee, achso, falsches Loch. Kann ich nicht hier wieder? Ich komme hier wieder raus. Nee. Krasse Sache. Krasse Sache. Werden mir denn hier die ganzen... Nö, werden mir nicht angezeigt. Kayas neue Erkenntnisse hat auch nichts ergeben. Das ist mir zu stark, das Vieh.
Wo soll das sein? Ah! Das ist doch da bei den Alps. Ne, 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 ne. Oh, Paige. Ah, irgendwas ist denn besser vorgefallen. Ja, der Meinung bin ich ja auch die ganze Zeit, dass irgendwas vorgefallen ist. Ich hoffe, er ist jetzt auch stärker als vorher. Haben noch mehr überlebt? Wo sind die anderen? Du hast auch keine Ahnung, was? Scheiße, Mann. Die ganze Nummer tut mir so leid. Was ist denn passiert? Du bist passiert. Ich wusste es. Nur wegen dir hatte ich überhaupt die Möglichkeit, den Energieregulator zu modifizieren. Ich hätte den scheiß Energieregulator niemals modifizieren dürfen. Ich wollte doch nur eine Hintertür in der Kuppel haben. Wer hätte denn ahnen können, dass die Alps genau in dem Augenblick die Stadt angreifen, in der mein Regulator anfängt rumzuspinnen? Das alles ist meine Schuld. Ja, ist deine Schuld, nicht meine. Ach, du bist's. Tja, die Kuppelstadt ist Geschichte. Ehrlich gesagt habe ich nichts dagegen. Ich sehe sie lieber in den Händen der Alps als in den Händen der Kleriker. Die sind mir sowieso immer nur auf die Nerven gegangen. Bei den Alps weiß ich wenigstens, woran ich bin. Was genau ist in der Stadt passiert? Wir haben einen Aufstand begonnen. Und wir haben den Aufstand gewonnen, obwohl du es nicht hinbekommen hast, die Abhörvorrichtung für uns einzubauen. Wir haben gewartet, bis die Kleriker unaufmerksam wurden. Dank der Waffenlieferung, die du Paige gegeben hast, war es ein leichtes, sie zu überwältigen. Als die Kuppel den Geist aufgab, sind allerdings die Alps in die Stadt marschiert. Vielleicht war es eine schlechte Idee, dass York beschlossen hat, nicht gegen die Separatisten auszusagen. Ich glaube fast, die haben alles, was sie wussten, an die Alps verraten. Okay. Na, sieh mal einer an. Noch einer, der die Kuppelstadt überlebt hat. Was ist dort passiert? Das kann ich dir sagen. Wir waren das. Allerdings, wie man sehen kann, ist das Ganze nicht unbedingt so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten einfach die Schnauze gestrichen voll von den Klerikern in der Stadt. Da haben wir einen Aufstand angezettelt. Dass die Stadt jetzt von Alps überrannt ist, naja, das ist im Endeffekt Rileys Schuld. Sprich mit ihm, wenn du wissen willst, was er angestellt hat. Ah, danke übrigens für die Waffenlieferung damals. Ohne die hätte ich den Krieg da drin niemals überlebt. Hier, als kleines Dankeschön für mein Leben. Ja, danke selbst. Gott, das ist ja total traurig. Hier drinnen noch jemand? So viele Tote. Und alle Lasten auf meinem Gewissen. Lass mich einfach in Ruhe. Gut. Lass ich. Krieg ich noch nicht Finger weg. Aus alt mach neu, zersetzende Kräfte. Ignadon, Finger weg.
Vielleicht kann ich mit dem ja noch mal reden. Geht das irgendwie? Es kommt, wie es kommen muss. Wer hat dir das Recht gegeben, über das Schicksal des Gefangenen zu richten? Wegen dir fehlt uns in Zukunft eine Arbeitskraft, die wir dringend benötigen. Dir ist wohl nicht klar, dass wir uns nicht allein auf unsere Maschinen verlassen können. Wer, wenn nicht der Mensch, soll das Fundament unserer Gemeinschaft sein. Der Verlust ist mit Elixit zwar nicht aufzuwiegen, aber vielleicht regt dich der Verlust deiner Splitter zum Nachdenken an. Und wie ich sehe, sind deine Taschen proppevoll. Also nehme ich mir die Summe, die ich als Wiedergutmachung für sinnvoll erachte. Die Angelegenheit ist damit erledigt. Wäre ich mal da nicht hingegangen, ey. Für mich nicht. Rück meine Splitter wieder raus. Nein. Und wage es nicht ein weiteres Mal, meine Entscheidung anzuzweifeln. Puh. Wäre ich da mal nicht hingegangen? Das gibt's ja nicht. Hast du das gesehen, Falk? Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Kannst du nicht mal den Buckel runterrutschen, du blöde Drecksau, ey. Ich bin gerade mega angepisst, ne? Ach ja, genau. Da könnte ich auch mal hin. Schauen, ob der schon soweit ist. Ach ja, ich weiß immer noch nicht, wen ich beitreten soll, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mit Chloe gesprochen. Mhm. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Komm zur Sache. Alles klar. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen. Okay, sie wird von jemand anderen erpresst, aber von wem? Also gut, ich denke, hier hört uns niemand, den es interessieren würde. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Blake. Er fordert Schutzgeld von ihr. Ich nehme an, du hast bereits einen Plan. Ich wäre nicht Red, wenn ich keinen hätte, oder? Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Mhm. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Woran denkst du? Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten 2 Monaten schon 3 unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Wofür braucht er so viele Leibwächter? Naja, er hat wohl irgendwelche Geschäfte außerhalb zu erledigen. Du weißt, wie gefährlich es da draußen sein kann. Ja. Angeblich geht er gerne jagen und braucht dafür Schutz. Er erzählt dauernd, wie sie von Schakalen gefressen wurden. Aber wer weiß, ob das stimmt. Zurück zum Thema. Du gehst zu Blake und durchsuchst seinen Kram, alles klar?
Ich werde Blakes Sachen durchsuchen. Alles klar. Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Frisches Blut, neue Quest bekommen. Ich habe keinen Bock, immer so lange zu laufen. Ach, hier ist ja die Hütte. Eieiei. Die habe ich schon ausgeräubert. Boah. Krass, 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 was wir getan haben. Aber naja. Okay, bis jetzt sagt er nichts. Falk, geh mir mal aus dem Weg. Jetzt kommt Besen verboten. Das ist alles verboten. Das sieht aus wie Blakes Klamotten. Ja, ich soll seine Sachen durchsuchen, aber... Ich muss da nochmal nachlesen. Red hat also was Chloe sein Bruder in den Dungeon haben. Blake ist dafür verantwortlich. Er erpresst Schutzgeld von Chloe. Red möchte, dass ich mich bei Blake in der Bude umsehe. Vielleicht finde ich ja die Splitter oder zumindest einen Hinweis. Wenn ich nicht dergleichen finde, soll ich etwas Belastendes finden. Zur Not könnte man Blake auch erpressen. Okay, gut. Die Reisetasche ist verboten. Guckt gerade keiner, aber ich speichere trotzdem. Klebeband, Elixid, okay. Wo soll denn hier was sein? Hier liegt doch gar nichts. Namensliste. Ryan, Big Jim, Iron Medicine, Cutter, Spike, Gun. Bex sagt, dass die Aale vertrauenswürdig sind. Bex sagt, dass sie alle vertrauenswürdig sind. Anwärterliste. Ryan, Big Jim, Iron Medicine, Cutter, Spike, Gun. Alle falsch geschrieben, aber egal. Ich gehe jetzt erstmal zu ihm wieder.
Ach, William. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Ich kam gerade nicht mehr drauf. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Sachen für diesen Big Jim auch hinkriege, zu besorgen. Indem ich einfach nur reinflitze und die Sachen klaue. Da müsste ich sehr schnell sein. Ich habe bei Blake eine Liste gefunden. Wirklich? Zeig her. Dann lass mal sehen. Anwärterliste. Ryan was? Ach, Iron Madison soll das heißen. Der Mann hat vielleicht eine Sauklaue. Das scheint eine Liste von Leuten zu sein, denen er vertraut. Ryan ist sein momentaner Bodyguard, mit dem er immer zusammen jagen geht, wenn es wirklich das ist, was sie dort draußen tun. Okay, dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Ja, wir zeigen ihm die Liste. Was? Nein, bloß nicht. Nein, nein, wir müssen subtiler vorgehen. Pass auf, mein Freund, ich erklär's dir. Wir könnten Blakes Leibwächter austauschen. Hä? Die Namen auf der Liste, die du mir gegeben hast, scheinen Anwärter auf diesen Posten zu sein. Am besten tauschen wir den obersten Namen aus. Wenn der Name ausgetauscht ist, sorgen wir dafür, dass Blake einen neuen Leibwächter braucht. Ich soll sein neuer Leibwächter werden? Könntest du natürlich. Aber nein, das würde verdächtig wirken. Du bist noch zu neu hier. Den Part werde ich selbst übernehmen. Nachdem ich meinen Namen ganz oben auf die Liste gesetzt habe, werde ich den Zettel wieder zwischen Blakes Sachen legen. Währenddessen kümmerst du dich um Ryan und sorgst dafür, dass er nie wiederkommt. Er ist sehr loyal. Ich denke, du wirst ihn sogar umbringen müssen. Bei allem anderen ist das Risiko zu groß, dass er mit Blake redet. Alles verstanden? Ja. Alles klar, dann los. Du kümmerst dich um Ryan und ich werde Blakes neuer Leibwächter, um sein Vertrauen zu gewinnen. Wir treffen uns dann oben bei Blake. Ich finde den Namen Ryan so geil, ne? Ich liebe ihn. Halt! Was? ID? Was willst du von mir, du Blecheimer? Blecheimer. Keine gültige ID. Verdächtige Lebensformen benötigen valide ID zum Übertreten der Überwachungszone. Gültige ID? Wovon quatschst du eigentlich und wo ist Cutter? Zweiter ID-Erkennungsversuch fehlgeschlagen. Justiere Spracherkennung neu. Ach, lass mich in Ruhe, du Schrotthaufen. Schrotthaufen. Keine gültige ID. Subjekt kann sich nicht identifizieren. Okay, Leute, ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.